Grauslig sieht's aus. Das, was übrig blieb vom Kreuz auf dem Schafreuter bei Lenggries. Von Samstag auf Sonntagnacht hat er hier gewütet. Der Gipfelkreuzhacker. Bereits zum dritten Mal hat er hier zugeschlagen in dieser Region. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Für Bergler wiegt der symbolische Schaden weitaus mehr. Respektlos, wer da vor so einem Kreis geachtet hat, das ist ein Wahnsinn. Erstens sind sie auf Leute auf, blank sitzen vor Ecke und dann kommt da so ein wilder Hund und hat das ab. Ich kann bloß sagen, dass das eine Sauerei ist, sowas. Und ich denke, dass das Einheimische ist. Und der unter der Woche arbeitet, weil er das macht, er meistens Samstagabends. Ich bin halt morgen um 6:30 hier hochgelaufen, fast dunkel. Da macht man sich jetzt erst recht Gedanken. Immer nachts steigt er auf, was hoch zum Schafreuter Gipfel im Dunkeln auf über 2100 Meter schon beschwerlich ist. Daher vermutet die Polizei, dass er es wirklich nur auf die Kreuze abgesehen hat. Das christliche Symbol störe ihn scheinbar. Bei dem Fall vor 4 Wochen hatten ihn sogar Zeugen beobachtet. Von denen hielt er sich fern, hackte aber einfach weiter. Skurril, findet die Tölzer Polizei. Beim ersten Fall ist er ja unten zu einer Hütte hingekommen, hat dann mit dem, der bei der Hütte da war, ganz normal gesprochen und hat anscheinend nichts zu verbergen gehabt. Er hat da zuvor lauthals vom Berg runter geschrien, man hat zwar nicht verstanden, was es war. Wie ein wildes Tier hätte er geschrien, sagt die Zeugin später einer Zeitung. Und sein Hund hätte so mit den Zähnen gefletscht wie noch nie, als der Mann vorbeikam, berichtet uns ein Hirte am Telefon. Vor der Kamera sprechen will keiner mehr, um dem Täter keine Plattform zu bieten. Außerdem hat ein Zeuge, der namentlich in einer Zeitung erwähnt wurde, bereits einen seltsamen Brief erhalten. Es hat einer ein Schriftstück persönlich an ihn adressiert bekommen, aber da sind lediglich Ausschnitte von Zeitschriften, Zeitungen drin, die sich mit der Thematik, also mit der Verweigerung vom Christentum halt befassen. Hört sich an wie in einem Alpenkrimi. Vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg wurden viele Kreuze von Rückkehrern errichtet. Auch heute noch sind sie weit mehr als nur ein Fotomotiv. Der liebe Gott hat ja quasi diese Bergwälder erschaffen. Dass man halt quasi das so symbolisiert mit dem Kreuz, dass einfach das ja nicht von Menschenhand geschaffen worden ist, sondern ja von Gottes Hand. Wohl nicht für den Gipfelkreuzhacker. Um die 35 soll er sein, 1,80 groß, mit Bauchansatz, aber trotzdem sportlicher Figur. Die Polizei hofft jetzt auf wachsame Wanderer.